Hi, I'm Ben Roethlisberger, quarterback of the Pittsburgh Steelers. You're watching Crushed. Schwupps, die Regular Season der NFL ist vorbei und so wie der Countdown auf das neue Jahr bereits gestartet hat, so hat auch der Countdown auf die Playoff-Spiele gestartet. In diesem Sinne ein herzliches Hallo aus dem Crush TV Studio. Mein Name ist Kiki Klepsch und wir machen heute das Silvester-Special von Crushed. Ich hoffe, die Weihnachtskekse habt ihr verdaut und ihr seid bereit, euch in den feinsten Zwirn zu hauen. Und apropos feiner Zwirn, die Herren an meiner Seite haben sich heute besonders schick gemacht. Das macht mich ein klein wenig nervös. Zu meiner Linken, Danny Fettner. Hallo Kiki, servus. Servus. Und zu meiner Rechten, Peter Kramberger. Hallo. Wie geht's euch? Sehr gut, ja. Ein bisschen steif heute, aber wie viel gerade so sanftig. Wir wärmen uns gerade auf. Wir trinken schon, das neue Jahr dauert ja nicht mehr so lange und das alte geht zu Ende. Stößchen. Ich hoffe, ihr trinkt auch und schaut uns fleißig nach wie vor zu. Die Playoff-Spiele sind da, go hard or go home. Ich persönlich stehe ja total auf Do-or-Die-Games. Ja, da geht es nämlich zur Sache. So ist es. Zur Sache ging es auch in der Woche 17. Die letzten Entscheidungen sind angestanden und nun wissen wir, welche 12 Teams es in die Playoffs geschafft haben. 4 davon, die können sich ja noch ein bisschen gemütlich zurücklehnen. Patriots, Broncos, Seahawks und Packers. Die können mal jetzt eine Woche lang zuschauen und ihre zukünftigen Kontrahenten beobachten. Und über die wollen wir jetzt auch reden. Ein paar von denen haben es nämlich ganz knapp in die Playoffs geschafft. Und da schaue ich jetzt den Peter mal an. Im Hinblick auf Überraschungen oder tolle Spiele der letzten Runde, im Hinblick auf jene, die einfach nächste Woche wirklich antreten müssen in den Wildcard Games. Ja, sehr cooles Spiel war und da ist es ja um einiges gegangen. Die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Niemand hat sich gedacht, dass die Panthers in Atlanta gewinnen werden. Hallo, der Danny und ich hatten uns das schon gedacht. Hat irgendjemand daran gezweifelt? Gezweifelt ist die bessere Frage. Gegen die verweichlichten softer Falcons. Ja, gezweifelt, aber der Cam Newton ist ja angeschlagen wie ein Rennpferd. Also der hat ja alles, was man am Körper haben kann, verletzt. Aber er hat gezeigt, dass er in den wichtigen Spielen wirklich das kann, was er die letzten Jahre auch schon gezeigt hat. Und sie sind verdient ins Playoff eingezogen. Und die Falcons haben nicht das gebracht, was sie eigentlich am Anfang der Saison schon machen wollten, wieder in den Super Bowl, wieder ins Playoff zu kommen. Hat also überhaupt nicht funktioniert. War also ein ganz tolles Spiel. 34-3, wenn ich es jetzt 34. richtig in Erinnerung habe. Für dich natürlich ein schöner Tag als Panthers-Fan. Ja, das war in Ordnung, sag ich mal. Also ich habe gesagt, damit gerechnet, seitdem der Cam seinen Autounfall hatte vor ein, zwei Wochen oder zwei mittlerweile vielleicht sogar, kann nur ist er wie ausgewechselt, ja. 4 Siege in Folge mittlerweile schon mit den Panthers. Also natürlich war er nicht immer dabei, mal hat er passiert. Aber das schaut gut aus. Die Defense, die war lange Zeit auch nicht so das, was man sich von ihnen erwartet, am Anfang gut, dann gegen Mitte der Saison haben sie stark nachgelassen, sind auch nur irgendwo um die auf Platz 20, glaube ich, gerankt momentan die Defense, Daumen mal Pi. Aber jetzt die letzten Spiele wieder ganz ordentlich und Luke Kuechly ist ein Faktor für diese Defense. Tackles Leader in der Regular Season. Ich glaube 153 führt die Tackle Liste an. Ein aussagender Spieler und das Hirn der Defense auf jeden Fall bei den Panthers. Und jetzt haben wir 4 Siege in Folge und ich rechne eigentlich mit einem 5. jetzt. Am Samstag, dem 3. Jänner, zu Hause gegen die Cardinals. Dennis sagt, ja, die Panthers schaffen es zu Hause gegen Cardinals, von denen wir wissen, mit dem wievielten Quarterback spielen die mittlerweile. Sicher gute Chancen, ja, genau. Es ist ein Rumpfteam von dem Team, das eigentlich die Saison begonnen hat bei den Cardinals und das eigentlich auch die vielen Siege eingefahren hat, von denen sie jetzt noch zehren. Dass jetzt sagen, sie haben sie noch hinübergerettet in die Playoffs in Wahrheit. Also es hätte ja auch böse ins Auge gehen können. Deswegen glaube ich, dass dieses Team, die Panthers, die ja mit einem negativen Rekord in die Playoffs gekommen sind, da überraschen können noch. Das Momentum liegt eindeutig bei den Packers. Das zweite Spiel am Samstag, die Ravens Packers? Zu Bei den Panthers. Packers, war der alles so viel Alkohol drin. Das ist mein siebtes Glas heute. In diesem Sinne,
Stößchen. Stößchen, das Stößchen, Stößchen, mein Sinn. Gut, Glas. Die Herren stoßen an, ich rede inzwischen weiter. Die zweite Partie am Samstag, das zweite Spiel. Da gastieren die Ravens zu Hause bei den Steelers. Die Steelers haben sich den Heimvorteil gesichert mit einem Sieg über die Bengals am Sonntag. Und die Ravens, das war ja auch nicht sicher, dass sie es in die Playoffs schaffen. Das war irgendwie eine Konstellation mit Chargers, mussten verlieren und die mussten so. Jedenfalls Faktum ist, die Ravens bei den Steelers zu Gast. Dein Tipp, deine Prognose? Ja, die Ravens haben gegen das beste Team der Liga im letzten Spiel gewonnen, gegen die Browns, wo man gleich den Johnny Manziel auf Injury Reserve gesetzt hat, der lustigerweise eine Party am Freitag gemacht hat, wo man ihren einen der besten Receiver auch gleich suspendiert hat. Die Ravens sind nicht Fisch und nicht Fleisch, sind ins Playoff gekommen. Ich glaube aber, dass die Steelers gewinnen werden. Also Ben Roethlisberger ist immer stärker geworden in der Saison. Sehr gute Receiver, sehr gute, zwar schon alte Defense, aber einen guten alten Defensive-Koordinator. Ich glaube, dass die Steelers gewinnen werden. Und sie spielen daheim. Sie spielen daheim. Da ist der Heimvorteil für die Steelers sicher herausragend. Da haben sie ein ganz grandioses Running Back, den Le'Veon Bell. Und ich glaube, der wird auch in das Playoff ist natürlich eine ganz interessante Sache, weil der ist ja ziemlich erwischt worden im letzten Spiel am Knie. Da ist ja noch fraglich, sie sagen zwar, es ist nicht schwerwiegende Verletzung, trotzdem ist fraglich, ob der jetzt wirklich spielen wird. Das ist noch nicht gesichert. Und ich glaube, an sich, wenn man sich so die Spiele im Laufe der Saison anschaut, sagt man, die Steelers sind klarer Favorit in der Partie. Die haben in der Offense sensationell gespielt. Die Defense ist zwar anfällig, ist nicht das, was man sich von einer Steelers-Defense erwartet, aber ist in Ordnung, sagen wir, mit der kann man arbeiten. Die Ravens auf der anderen Seite haben eigentlich, die Defense ist gut, ja. Die Defense ist sehr gut, wie fast immer eigentlich, aber in der Offense ist dann schon sehr dünn die ganze Angelegenheit. Joe Flacco, der Quarterback, spielt einmal so. Genau. Ne? Genau, also eigentlich eh wie immer, so haben sie auch den Super Bowl gewonnen, nur musste halt wirklich ein bisschen besser performen. Und sie haben die beiden Schmidt-Receiver, Torrey Smith und Steve Smith, die sprechen natürlich für sie. Forsett als Running Back und die O-Line ist okay, aber jetzt nichts, was wirklich überzeugt. Trotzdem glaube ich, wenn Le'Veon Bell nicht spielt, wenn die Defense eine gute Leistung abrufen kann, dann haben sie Chancen gegen die Steelers, auch gegen einen Ben Roethlisberger, gegen einen Antonio Brown, der außerirdisch spielt momentan. Wird spannend. Wird sicher eine interessante Partie. Ja. Die beiden Spiele am Sonntag, die Bengals gastieren bei den Colts. Die Bengals haben ja die Niederlage eben gegen die Steelers kassiert. Die Colts sehr souverän gegen Tennessee gewonnen nach der extremen Schlappe gegen die Cowboys. Was erwarten wir uns von dem ersten Sonntagsspiel, Peter? Ich glaube, das wird so ein ähnliches Spiel wie das vorherige, das wir schon angesprochen haben. Ich werde aus diesen zwei Teams nicht schlau. Natürlich gegen Tennessee muss man gewinnen, als Colts, das ist schon einmal klar. Die Bengals haben wiederum gegen die Steelers verloren. Hätten aber auch, wenn sie ein bisschen besser gespielt hätten, gewinnen können. Ich glaube, es wird eine sehr knappe Partie werden in Indianapolis und ich hoffe, dass es für die Colts ein besseres Ende findet, weil ich den Andrew Luck so mag. Ja, der spielt ja auch sehr, sehr der gut. Der spielt sehr gut, der spielt meisten sehr gut. Meisten Passing-Touchdowns diese Saison, ganz souverän vorne. Ja, aber man darf die Bengals auch nicht unterschätzen. Ich glaube, dass die Bengals an einem guten Tag die Colts sehr fordern können. Ja, also es gibt natürlich auch vieles, das für die Bengals spricht, ganz klar. Und bei den Colts ist ja immer die Frage, wie performt die Defense. Dass Andrew Luck, sagen wir mal, zu 95% seine Leistung bringt, das wissen jetzt schon die meisten. Er hatte auch schon schlechte Spiele in der Saison, das weiß man. Aber im Großen und Ganzen sehr solide die Offense. Wie gesagt, ich glaube sogar die beste momentan in der Liga, jetzt von der Statistik her. Erste oder zweite. Ja, also eines der Top-Offenses. Und die Bengals, naja, ich glaube, sie haben an sich schon die Leute, um zu gewinnen. Ja, Andy Dalton ist halt in den Playoffs immer eine Katastrophe gewesen bis jetzt und in jedem wichtigen, eigentlich in jedem wichtigen Spiel. Ja. AJ Green hat auch ziemlich eine einstecken müssen im letzten Spiel. Das ist auch wieder mal, war ja vorher schon questionable, ist jetzt wieder die Frage, ob er auflaufen kann. Wahrscheinlich wird er sich noch irgendwie zusammenraufen. Jeremy Hill, erfreulich auf der Position des Running Backs. Der ist eigentlich aus dem Nichts gekommen und auch der Giovanni Bernard wird jetzt immer besser. Giovanni Bernard wird immer besser. Ja. Und, wo ist dein Auto? Wo ist dein Auto? Ich habe gar kein Auto. Auch da glaube ich, dass es eine engere Geschichte wird, als man jetzt vielleicht glauben möchte. Ich glaube, viele tendieren da, sagen ganz klar Colts, sollten das gewinnen. Aber so sicher bin ich mir nicht, vor allem wenn man auf die Defense schaut. Das ist richtig, weil da sind die Bengals schon besser aufgestellt.
Die letzte Partie am Sonntag, meiner Meinung nach, auf die ich mich persönlich am meisten freue, die Detroit Lions zu Gast bei den Dallas Cowboys. Ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker. Tony Romo komplett den Dezemberfluch abgelegt. Im Spiel am Sonntag DeMarco Murray, neuen Rekord aufgestellt und Emmitt Smith überholt. Des Bryant hat den Rekord von Terrell Owens. Ja. nicht nur eingestellt, sondern überholt. Was braucht es, damit die Lions dort überhaupt eine Chance haben? In Dallas. Weniger als 8 Sekunden Zeit für den Tony Romo, wenn er passt. Die O-Line wird den Unterschied machen. Die O-Line und die D-Line. Also es wird auf die beiden Lines ankommen. Mhm. Detroit hat auch eine sehr gute Defense, eine sehr brutale und primitive Defensive Line. Aber ich glaube, die O-Line der Dallas Cowboys wird den Unterschied ausmachen, weil wenn die so spielen, wie sie die letzten Wochen und schon die ganze Saison gespielt haben, muss man einfach sagen, dass sollte dem lieben Quarterback der Dallas Cowboys, dem Tony Romo, kein wirklich eklatanter Fehler passieren, sollte es ein sicheres Spiel für die Dallas Cowboys werden. Aber wir wissen, er kann eine Hälfte sehr gut spielen, er kann ein Viertel so katastrophal spielen wie ein Kind in der Highschool. Und wenn sie nicht sofort schnell führen, was sie in den letzten Wochen immer getan haben, kann sehr kritisch werden für die Cowboys. Das ist ja fast ein Spiel irgendwie aus den 90ern. Ne? Ja. Also die Paarung an sich, Cowboys, Lions, haben wir schon lange gehört, Lions. Die waren in den letzten Jahren eher, sagen wir mal, eine Randnotiz wert. So, ja. ganz so schlimm war es nicht. Das ist schon immer besser geworden. Aber viele Jahre, Jahrzehnte, wenn man es zusammenfasst, waren sie jetzt nicht ganz vorne zu finden. Mhm. Und auch heuer. Ich muss sagen, ich habe sie echt das ganze Jahr über unterschätzt. Ja? Ich habe anderen Teams immer gesagt, also Philadelphia zum Beispiel, gesagt, die wären nichts. Sind noch nichts geworden. Ja, also ich habe auch mal richtig gelegen. Aber Lions habe ich immer eigentlich so ziemlich unter den Tisch gekehrt. Mhm. Die haben aber brav gespielt. Und wenn man mich jetzt fragt, was brauchen die Lions, um zu gewinnen, natürlich kann man dann sagen, wenn man böse ist, was brauchen sie? Tony Romo bei den Cowboys. Ja. Das reicht manchmal schon. Aber andererseits, was brauchen die Cowboys, um zu gewinnen? Auch Tony Romo. Mhm. Ja? Also das, um nochmal auf den Tony Romo zu sprechen zu kommen, an dem wird sehr viel liegen in dem Spiel. Ja? Schwer zu sagen, wer das Rennen macht im Endeffekt. Vermutlich die Cowboys, wenn es. Ja, ich denke auch die Cowboys. Wenn alles nach Plan läuft. Aber wie gesagt, die Lions haben das ganze Jahr unterschätzt. Ja, die haben sehr still und leise gespielt, waren aber immer sehr gut, haben sehr viel gewonnen. Im Prinzip jetzt auch nur den Division-Titel verloren im direkten Duell gegen die Packers am Sonntag. Und hatten auch sehr viel Verletzungspech mit ihren Receivern. Also auch in Golden Tate wurde unterschätzt die ganze Saison. Also sie waren nie wirklich ein homogenes Team, haben aber es trotzdem geschafft, immer wieder zu gewinnen. Also da sind nicht zu unterschätzen. Ja. Golden Tate hatte ja vorher schon bei den Seahawks ein paar gute Jahre, aber erst jetzt bei den Lions blüht er so richtig auf. Wir werden sehen. Ich tippe auf die Cowboys. Wir werden sehen, was der Danny sagt. Der war, wenn wir jetzt schon über Tipps und Picks sprechen, Danny Fettner hatte fast eine perfekte Woche. Woche 17, ein einziger Pick war falsch, da haben wir uns aber alle geirrt, nämlich beim Spiel Bills gegen Patriots. Danke. Bravo. Das kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen, natürlich mit den Patriots, weil da hat ja die hätten Hälfte der Mannschaft das, nicht gespielt. Hätten wir das gewusst, hätten wir auf die Bills getippt. Der Quarterback muss verlieren. Griechischer Quarterback in der zweiten Halbzeit. Gut, das Hauptaugenmerk liegt natürlich diese Woche auf die, ich muss jetzt schreien, um die Herren zu übertönen. Ich mache einen Schluck. Das Hauptaugenmerk liegt auf diesen 8 Teams, die am Samstag antreten, um eine Runde weiterzukommen. Aber es passiert derzeit in der NFL auch munteres Coachsterben. Und das können wir jetzt irgendwie nicht außer Acht lassen, weil ich glaube, allein heute, Montag, hat es schon 4 erwischt. Da schießen die Comanchen mittlerweile, ja. Aber 4 scharf Coaches, und schnell. Ganz scharf. Also das wundert mich, dass sie also sofort nach den letzten Regular-Season-Spielen so schnell durchgreifen. Aber es wird Gründe dafür geben, dass man San Francisco einen neuen Coach sucht, dass man bei den Bears gleich den ganzen Coaching-Stuff auswechselt. Dass die Jets, gut, das war abzuschätzen, weil der Rex Ryan irgendwann einmal gehen wird, der hat schon die letzten 3 Jahre gehen müssen und hat aber noch eine Verlängerung herausgezögert, ist ein guter Verkäufer. Und der Headcoach von den Falcons gehen muss. Und es werden noch einige andere kommen, glaube ich. Das war es noch nicht? Das war es auf gar keinen Fall noch. Ja. Das war jetzt mal der Black Money. Das waren eigentlich nur die heißesten Kandidaten, die man eigentlich mehr oder weniger schon gewusst hat. Jeder ist eigentlich verständlich und nachvollziehbar von diesen Kündigungen. Also Mark Trestman bei den Bears hat in 2 Jahren eigentlich sehr wenig gezeigt, ist mit vielen Vorschusslorbeeren aus der CFL gekommen, hat dann aber wenig umgesetzt, 13 Siege, 19 Niederlagen.
für Chicago, das ist zu wenig, ja, mit den Spielern. Weil man sagen kann, vielleicht hat es auch am Quarterback gelegen, das ist das, der was ist er auch, versucht hat zu erklären. Der ist ja auch nicht sicher, ob der nach wie vor in Chicago bleibt. Der hat einen schönen Vertrag bekommen und man weiß nicht, was jetzt mit ihm passieren wird. Rex Ryan natürlich bei den Jets. War auch schon vor der Saison am heißen Sessel. Bei den 49ers gab es auch schon ab der ersten Woche Gerüchte, ob man den Harbour nicht rausschmeißen wird, ob er woanders hingeht. Wobei, das kann ich noch am wenigsten verstehen bei den 49ers. Also verstehen, für mich ist klar, warum Harbour sich verabschiedet und nach Michigan geht. An die Universität, da der selber, da war selber Student, genau richtig. Aber ich, für die 49ers, glaube ich, wird es schwer, jetzt jemanden zu finden, der so erfolgreich ist. Drei NFC Championship Games in 4 Jahren, das muss es mal schaffen. Und jetzt eine Saison mit 8-8 als Katastrophe zu bezeichnen, das ist ja auch weit hergeholt. Es war kein gutes Jahr, aber im nächsten Jahr schaut es wieder anders aus, wenn die Mannschaft wieder besser unterwegs ist, die Stimmung auch wieder besser und auf einmal versteht sich auch wieder der Coach mit dem Management und mit dem Präsidenten. Also für mich war das sehr voreilig. Ich weiß nicht, was für Glas da zerbrochen ist, aber es muss sehr teuer gewesen sein. Hä? Das Foto von Jim Harbaugh, der den Teammanager umarmt, war ja eins, das um die Welt ging. Wir dürfen es leider nicht zeigen, weil es ein Pressefoto ist, haben uns aber 3 andere Fotos ausgesucht zum Caption This. Und das erste Foto, mit dem wir uns beschäftigen, ist eines, das irgendwie befremdlich auf mich wirkt. Ein Matt Stafford nach dem Spiel umarmt hüftgriffig einen Aaron Rodgers. Ja, das ist, glaube ich, ein Neujahrsfoto, der fordert ihm gerade zum Tanzen auf. Ja. Alles Walzer. Und deswegen steht er auch so steif. Deswegen steht er so da und der Aaron Rodgers wollte eigentlich führen, wie das gewohnt ist, ist dann überrascht, aber er freut sich sichtlich. Ich glaube, er wartet auf eine Hebefigur. Er macht sein Gesicht, jetzt mit ihm, jetzt. Ja, da, weil wir gerade von den Coaches geredet haben, der Jim Harbaugh hat ja auch zum Abschied gesagt, I had the time of my life. Welcher Film? Dirty Dancing. Also Wahnsinn, vielleicht steht diese Tage, der Jahreswechsel einfach alles unter dem Motto Tanzen oder auch Dirty Dancing. Ich will euch sagen, wie das eigentlich ausschaut. Ja. Das kann sich ja jeder denken oder ein Bild darüber machen. Apropos Dirty ist auch die Hose unseres nächsten Fotomotivs. Ist Blut verschmiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte schon einen Ansatz, weil ich mir gedacht habe, das könnte Make-up sein. Das ist vom Autounfall noch immer. Vielleicht. Cam Newton in gewohnt glücklicher Pose. Ist ja wirklich ein Strahlemann. Was halten wir von dem Foto? Ja, angezogen ist er wie das Michelin-Männchen oder Michi Verus, der in seinen besten Tagen, also einen Schutz an jeder Körperstelle, wo man einen Schutz haben kann. Wir nennen ihn verständlich. Wir nennen ihn nur noch Robocam oder Marshmallowcam. Marshmallowcam finde ich sehr süß. Ja, aber wer sieht rechts daneben diesen tollen Hintern mit diesem Einschnitt? Ich glaube, das ist der Weltmeister des Twerkings. dieser schwarze, knackige Hintern, der versteckt in der Hose ist. Na, knackig ist relativ. Jockstrap. Man sieht diesen Einschnitt. Und ich glaube, Peter macht mir heute ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Das ist der Twerking-Weltmeister. Ich möchte jetzt nur sagen, das ist schon zu eng eigentlich. Ihr habt das früher auch getragen, aber so eingeschnitten hat das nie getragen. Ich schon. Kramberger ja. Aber er hat nie so eingeschnitten. Nein, nie. Small schneidet nicht ein bei mir. Ist der Popo von Natur aus knackig? So ist es, ja. Wollen wir das jetzt so hinstellen. Kramberger übrigens auch Teil unseres vierten Fotos. Ugly Sweater, Ugly Christmas Sweater. Wir haben jetzt ein Vergleichsfoto. Aaron Rodgers und Tom Brady. Schaut aus wie Dumm und Dümmer ein bisschen mit der Frisur. Ja. Behelfsmäßig fotogeshoppt eigentlich. Ich finde, der A-Rod, der Aaron Rodgers, schaut ja unserem Peter immer ähnlicher. Das Vergleichsfoto gleich, schaut Aaron Rodgers Peter Kramberger ähnlich? Hier ist Kramberger und Kramberger. Schon. Wir schauen aber aus wie Tom Brady und Giselle Bündchen, meine Nichte und ich, oder? Naja, Giselle Bündchen vielleicht, aber Tom Brady sehe ich da nichts. Aber wir schauen besser, wir haben die besseren Sweater an und wir schauen wirklich cool aus. Wir sind viel lustiger. Das auf jeden Fall.
Gut, wir wollen einmal noch natürlich unsere Unterstützung, ja, das auf jeden Fall, Prost die Herren, bevor die Sendung zu Ende geht. Wir unterstützen natürlich JJ Watt for MVP. An dieser Stelle Gratulation an den JJ, er hat ja als einziger Spieler der NFL es geschafft, in zwei Jahren mehr als 20 Sacks zu machen, allein deshalb schon JJ Watt for MVP. Die Picks für die Playoff-Spiele, die gibt es auf nflcrush.com. Schauen wir mal, ob der Danny nächste Woche a perfect week schafft. Dann wird es leichter. Ja, sie sind immer mehr. Hey. Die Chancen stehen besser. Hey, aber man weiß nie bei Playoff-Spielen, ja. Da entscheidet die Tagesverfassung, wurde mir gesagt. Vom Tipper? Wer hat dir das gesagt? Gut, an dieser Stelle heben wir das Glas. Schon wieder? Natürlich. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr. Viel Gesundheit, Liebe und viele Stunden mit ganz exzellentem Football. Danke fürs Zuschauen. Und ein Prosit 2015. Jawohl. Alles Walzer. Alles Walzer. Cheers. Cheers. Ja, das machen wir so. Das geht kommt so näher. Aus, ja. Ihr könnt ja zu mir kommen. Ah, da gibt's ja was. Ah, da gibt's auch was. Oh. Zum Alswalzer. Hoppla. Für eine wunderbare Saison. Und nach dem gibt's Blumen für die Schönste. Dankeschön. Mua. Danke vielmals. Mit dem Dänisch muss ich nachher. Ah. Prosit Neujahr. Prosit Neujahr. Bis zum nächsten Mal bei Crushed. Mua. Leader, bomb, bomb.